Herzlich willkommen zu unserem heutigen Alpha-Forum. Wir haben einen besonderen Gast, der einen ausgefallenen Beruf hat, zu dem auch eine gewisse Kleidung gehört, nämlich der Frack und weißes Hemd mit Fliege. Damit wird einigen schon klar sein, was er macht. Herzlich willkommen, Konstantin Trinks. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wie gehen Sie damit um? Frack, Fliege, ist das für Sie eher lästig oder gehört das einfach dazu? Ja, ist schön, dass Sie das fragen. Heute ist es fast ein bisschen aus der Mode gekommen, den Frack zu tragen. Also ich sehe viele Kollegen, die den Frack gar nicht mehr anziehen, sondern so einen hochgeschlossenen, chinesisches Gewand oder sowas, irgendwas Besonderes suchen da wohl einige Kollegen. Und aus Bequemlichkeit oder aus wegen der Hitze, ich weiß es nicht. Ich selbst hatte mit dem Frack nie Probleme. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt im Frack. Trage den auch mit gewissem, wie soll ich sagen, Stolz kann man nicht sagen. Aber für mich gehört der Frack tatsächlich immer noch zu meinem Beruf dazu. Ich freue mich auch, wenn das Orchester im Frack spielt, was auch schon fast eine Seltenheit heute geworden ist. Es gibt noch Opernhäuser, wo auch im Graben, also im Orchestergraben, nicht nur in Konzerten, wo das Orchester auf der Bühne ist, sondern eben auch da, wo das Orchester nicht so auf dem Präsentierteller sitzt, wo noch Frack getragen wird, zum Beispiel in Dresden so. Von wegen Bequemlichkeit kann ich nicht sagen. Wenn der Frack gut geschnitten ist, hat man wunderbar Bewegungsfreiheit. Das ist zwar körpernah geschnitten, aber ein guter Schneider weiß, wie bei Tänzern, wie das Armloch muss hochgeschnitten sein und so weiter. Ja. Also damit gibt es überhaupt keine Probleme. Auch von der Wärme her kann ich nicht sagen, man schwitzt sowieso. Ob man nun ein Hemd anhat, was mir persönlich unangenehm wäre, weil dann klebt das so am Körper. Ich habe lieber noch ein paar Schichten mehr, dann sieht das auch immer anständig aus. Ja. Sie haben sich ja schon früh vorgenommen, Dirigent zu werden, als Kind. Aber Sie kommen komischerweise nicht aus einer Musikerfamilie. Ja, das ist richtig. Ich bin der Erste meiner Art in meiner Familie, wobei klassische Musik und überhaupt Musik in meinem Elternhaus sehr präsent war. Meine Eltern haben beide so ein bisschen Klavier gespielt als junge Menschen, haben immer in Chören gesungen zum Beispiel. Da waren wir, meine Schwester und ich, auch bei Konzerten immer mit natürlich. Das war nicht immer klassisches Repertoire, aber zu Hause in der Küche lief, wenn meine Mutter in der Küche war, lief auch immer der Kultursender aus Baden-Württemberg, damals noch SWF bzw. SDR2. Und so war die Musik immer präsent. Und es war, nachdem meine Schwester, die 5 Jahre älter ist, bereits Klavier spielte, war es für mich auch irgendwie ganz normal, dass ich mit 6 Jahren auch Klavier zu spielen anfing. Und da kam dann später noch das Waldhorn dazu. Wieso Waldhorn? Ja. Schöner Zufall kann man sagen, es war so eine Zeitungsannonce, dass der, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so eine Art Musikverein, städtische Institution, kostenlosen Unterricht anbot und Posaune, Trompete, Waldhorn, ich glaube, die waren eben gesucht. Ja. Und meine Mutter hat mir, glaube ich, das Waldhorn vorgeschlagen und das Waldhorn ist auch bis heute mein liebstes Orchesterinstrument geblieben. Und ich habe eine besondere Affinität zu diesem gesanglichen, warmen Ton, der ja doch auch einen gewissen Reichtum hat und für die Musik, die mir besonders nahesteht, auch in dieser Musik eine große und wichtige Rolle spielt. Ja. Sie haben dann in Ihrer Heimatstadt Karlsruhe auch studiert an der Hochschule für Musik und haben dann den Abschluss mit Auszeichnung gemacht. War das wirklich so leicht, das Studium für Sie? Ja. Meine Frau ist Russin, die kommt aus St. Petersburg, hat dort ihre musikalische Ausbildung genossen. Und wenn ich das vergleiche, diese beiden Ausbildungswege, muss ich schon sagen, dass es in Deutschland viel laxer ist als in Russland zum Beispiel. Und wie ich jetzt feststelle, ist es gar nicht mal so mit Drill verbunden. Das ist schon auch mit Spaß dort, aber mit einer, wie soll ich sagen, es gehört einfach dazu, das ist auch Arbeit, aber die auch Spaß macht. Und ich muss sagen, ich hätte, auf der einen Seite bin ich froh, dass ich nicht so strenge Lehrer hatte. Auf der anderen Seite denke ich mir heute, Mensch, mit ein bisschen strengeren Lehrern, vielleicht würde ich heute noch ein bisschen besser Klavier spielen oder so. Also das Studium hat mir keine große Mühe bereitet. Es hat mir Spaß gemacht und alles, was Spaß macht, letztlich ist ja auch keine wirkliche Mühe. Und insofern, ich kann aber nicht sagen, dass mir nun alles zugefallen ist. Ich bin zum Beispiel bestimmten Fächern auch ein bisschen aus dem Weg gegangen, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben. Ja, Musiktheorie, Musikgeschichte, vor allem Musikgeschichte war mir nicht so sehr interessant. Ich habe mich lieber mit dem Stoff an sich als mit dem Drumherum befasst.
Ihre Frau ist ja auch Sängerin, ja, Koloratursopran. Ja, inzwischen so eine Art dramatische Koloratursopran. Ja, ja, genau. Hat ja auch unter anderem die Lucia di Lammermoor gesungen. Ja. Das ist ja ein dramatischer Koloratursopran. Richtig, ja. Sie haben ja auch am Anfang Gesang gemacht. Das heißt, Sie waren in einem Chor als Tenor. Hat Ihnen das geholfen für die spätere Laufbahn in der Arbeit mit Opernsängern? Auf jeden Fall. Also ich habe, seit ich das Singen entdeckte, das war so auch so in den letzten Schuljahren, 17, 18, ging ich in den Kirchenchor, sang da mit und das hat mir Spaß gemacht. Beim Studium war das sogenannte Pflichtfach zum Dirigierstudium, war auch Gesangsunterricht also angeboten, beziehungsweise verpflichtend. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, auch im Hochschulchor zu singen und so weiter, dass ich dann schließlich mal probierte, beim Kammerchor Stuttgart dem Frieder Bernius vorzusingen, der mich dann auch angenommen hat gleich. Und das waren sehr wichtige Jahre für mich, auch künstlerisch viele wertvolle Impulse habe ich da erhalten. Und auch in der Art und Weise, wie man mit Stimmen umgeht, wie man mit Sängern arbeitet oder arbeiten kann, wenn es darum geht. In der Oper gibt es ja auch öfter mal so A Cappella-Ensembles. Ich denke zum Beispiel an Lohengrin, erster Akt, oder Pik Dam, erster Akt, auch die oft nicht so schön klingen. Und dann ist es doch ganz hilfreich, wenn man ein paar Tricks kennt, um das auszubalancieren. Und also es schadet nicht. Und auch die Sänger melden mir oft zurück, ach, man kann gut mit mir singen. Und es ist, man weiß, wo der Sänger atmet, man fühlt ja, das mit. Ja. Und es ist, man kann die Sänger in gewisser Weise tragen. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass man den Sänger nur begleiten soll. Das kommt auf den Stil an. Beim Bel Canto, also bei Bellini, Donizetti oder so, ist es durchaus wichtig, dem Sänger gewisse Freiheiten zu geben. Aber wenn man das Gleiche anwendet auf die Musik Wagners zum Beispiel, funktioniert das gar nicht so gut. Da muss man die Balance finden zwischen lassen, machen lassen und begleiten und führen. Wenn man nicht führt, wird die Musik unglaublich langweilig. Das glaube ich. Singen Sie heute noch manchmal? Ja, nicht nur in der Badewanne, sondern auch, manchmal überkommt es mich am Pult in der Oper, da singe ich so einzelne Phrasen mit, wenn es besonders schön ist. Auch bei der Vorstellung? Ja, aber natürlich nicht so laut, dass man das Publikum mitkriegt. Ich hatte mal einen nicht so ganz glücklichen Fall, das war Endprobenwoche zu Don Carlos von Verdi. Da wurden dann nacheinander erst der Tenor krank und danach der Bariton. Und letztlich hatte ich in der Hauptprobe weder den Don Carlos noch den Poser. Und ich sang dann vom Pult aus beide Partien mit, möglichst kräftig dann natürlich, einfach als Orientierung fürs Orchester und für die Partner auf der Bühne. Oh, das ist natürlich ganz schön heikel. Das war auch Spaß. Aber Sie haben ja dann neben dem Studium auch schon als Korrepetitor gearbeitet am Darmstädter Haus. Das war ja quasi, am Karlsruher Haus. Und das war ja quasi Ihre Heimat. Ja. Und das ist ja so der klassische Anfang für einen Dirigenten. Was macht ein Korrepetitor, um das mal so dem Zuschauer so klar zu machen? Wenn man nicht weiß, wie es geschrieben wird, dann könnte man denken, es hat was mit Chorarbeit zu tun. Ist aber nicht der Fall. Das schreibt man mit K und Doppel-R, Korrepetitor. Da steckt das Wort repetieren drin, also wiederholen. Man wiederholt mit den Sängern die Partien, die sie einzustudieren haben. Man bringt das denen sozusagen. Es gibt Sänger, die sind selbst Instrumentalisten, die brauchen nicht viel Hilfe. Es gibt aber auch Sänger, die können keine Noten lesen. Da gibt es wohl auch berühmte Beispiele. Ich nenne keinen Namen. Okay. In der Vergangenheit gab es jedenfalls sowas. Und dann ist die Arbeit oder der Aufwand etwas größer. Also der Korrepetitor ist in erster Linie Pianist, der die Opern oder Operetten, die Werke, die eben auf dem Spielplan stehen, am Klavier darstellt für die Sänger, um später zu wissen mit dem Orchester, okay, auf was muss ich hören, wo ist mein Ton, wo kriege ich den her? Gerade bei moderner Musik spielt das eine große Rolle, wo man den Ton quasi aus der Luft holen muss. Nein, es gibt immer irgendwelche Hinweise und diese Hilfestellung gibt man. Man gibt eine gewisse Sicherheit, man gibt aber hin und wieder auch Interpretationsvorschläge, man korrigiert sprachliche Dinge, also korrigiert, wenn ein Aussprachefehler ist, man gibt Hinweise, wie man mit der Sprache umgeht, wo man vielleicht Konsonanten mal ein bisschen antizipiert, also vorzieht, um ein schöneres Legato zu kriegen oder so. Und das ist aber nicht alles. Man spielt dann auch auf den szenischen Proben, die ja mit Klavier stattfinden, bevor dann das Orchester dazukommt, den Orchesterpart am Klavier oder dirigiert eine szenische Probe, wenn ein Kollege am Klavier sitzt.
Und es gibt in vielen Opern Bühnenmusiken oder Off-Chöre, also wo der Chor im Hintergrund unsichtbar singt. Und dann dirigiert man die Bühnenmusik nach dem Monitor des eigentlichen Dirigenten am Pult im Graben. Das ist so der Alltag des Chorrepetitors. Also das ist quasi die Vorbereitung der Sänger auf die Vorstellung, ja. Sei es eine Neuinszenierung. Manchmal geht es ja auch um Wiederaufnahmen, Repertoirevorstellungen, die länger nicht gespielt wurden, ja. Dass man die dann noch mal auffrischt, und dann oder? Sehr beliebt sind Sonntagnachmittagsproben, Umbesetzungsproben, wenn kurzfristige ja. Erkrankungen sind. Dann. ja. Oder auch Orchesterdienste, das heißt Tasteninstrumente spielen im Orchester. Es gibt ja nicht nur bei Strauss, aber auch es gibt die Celesta, also Tasteninstrumente. Und es gibt hin und wieder bei modernerer Musik auch Klavier im Orchester. Oder Cembalo habe ich auch gespielt. Also das gehört dann auch dazu, zu den Aufgaben. Sie sagten, es ist die Vorbereitung für die Sänger. Richtig ist aber auch tatsächlich die Vorbereitung für den angehenden Dirigenten, also um wirklich in den Beruf so allmählich hineinzuwachsen. Man dirigiert erst Klavierproben, dann eine Bühnenmusik, bis man dann schließlich reif ist, auch eine Vorstellung zu leiten, also zu übernehmen, wie man sagt. Aber das dauert ja ein bisschen, das kriegt man ja nicht sofort. Sie haben dann ja. in Ihrer Anfangszeit auch schon eine Choreinstudierung gemacht mhm. für Hans-Werner Henzes Der junge Lord. Das ist also eine Oper des 20. Jahrhunderts. Ja. Wie war da Ihre Erfahrung jetzt im ersten Mal mit zeitgenössischer Musik? Ja, ich war natürlich mächtig nervös. Ich war da 22 zu dem Zeitpunkt, oder nee, 21, glaube ich. Und meine erste wirkliche verantwortungsvolle Aufgabe am Theater auch. Und ja, moderne Musik hatte ich vorher auch nicht so viel gemacht und war sehr nervös, habe mich aber sehr gut vorbereitet, was eine der wichtigsten Dinge überhaupt ist. Talent ist wichtig, aber die Vorbereitung spielt eine sehr große Rolle. Klar, ja. Natürlich. Habe mit dem Chor Registerproben und Tutti-Proben abgehalten. Und das lief wunderbar. Und das hat der Chor hat sich sicher gefühlt. Und die wussten auch nachher, wo es lang geht. Und dachte, ach ja, das ist funktioniert auch wunderbar. Also so mit den Aufgaben wächst man ja, ist ja ganz logisch. Und dadurch, dass ich schon mit dem Chor, ich hatte bereits zu dem Zeitpunkt einen Kirchenchor, den ich selbst dirigierte, oder selbst leitete. Dadurch, dass ich diese Erfahrung schon hatte, war das auch jetzt nicht ganz neues Terrain für mich. Sie haben dann eigentlich so den klassischen Werdegang eines Dirigenten gemacht. Nach dem Studium dann haben Sie Ihr erstes Engagement in Karlsruhe gehabt als Solorepetitor. Vielleicht ganz kurz, was unterscheidet den Chorrepetitor vom Solorepetitor? Auf die Frage habe ich gewartet, ich weiß es nicht. Ist das also einfach nur eine Bezeichnung, dass man sagt, okay, man, oder ist es klingt so besser wahrscheinlich, es ja? ist irgendwie vielleicht die nächste Stufe reifer, ich habe keine Ahnung, Solorepetitor. Es ist auch nicht so, dass man da dann hauptsächlich mit den Solisten arbeitet? Ja, doch, oder? Doch, es ist ja? so. Es hat wohl damit zu tun, dass man mit den Solisten Dinge einstudiert, aber das war vorher schon genauso. Also da hat ja. sich im Prinzip nichts verändert. Aber mein Titel war Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung. Das klingt so schön und hochtrabend. Das heißt im Prinzip nur, nicht, dass das Theater verpflichtet ist, mir was zu dirigieren zu geben, sondern dass ich verpflichtet bin, wenn das Theater eventuell braucht, meine dirigentischen Dienste, dann darf ich dirigieren. Also das heißt, man muss dirigieren, wenn Not am Mann ist, aber es ist kein Versprechen, dass man auch Vorstellungen kriegt. Nun war das aber so, dass ich zu Kazushi Ono, der war damals Generalmusikdirektor in Karlsruhe, ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte und auch schon bevor ich als Repetitor arbeitete, als so ein bisschen als sein Assistent arbeitete und auch bei ihm ein bisschen Unterricht genommen habe. Und dadurch wusste ich schon, bevor ich die Stelle antrat, ich werde was zu dirigieren kriegen gleich in meiner ersten Saison. Und da war das ein ganz wichtiges Kriterium, auch in Karlsruhe zu bleiben. Obwohl ich gleichzeitig ein Angebot hatte, von der Oper Frankfurt als Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung anzufangen. Wo man mir aber sagte, naja, wissen wir noch nicht, im ersten Jahr werden sie wahrscheinlich nichts zu dirigieren kriegen. Da habe ich gesagt, na gut, dann bleibe ich halt in Karlsruhe. Obwohl ich da schon mein ganzes Leben bis dahin verbracht hatte, blieb ich dann noch zwei Jahre länger. Naja, das war aber die richtige Entscheidung. Ja, aber das heißt ja, man muss einfach das dirigieren, wo dann Not am Mann ist. Man kann sich nicht aussuchen, wie später dann. Ja. Und Sie haben dann Figaros Hochzeit zum Beispiel dirigiert, Fledermaus, Die Puritani von Bellini, also eine bekannte Oper. Dann Viva la Mamma und Il Campanello von Gaetano Donizetti.
L'Inganno Felice, eine seltene Oper von Rossini, die man auch ganz selten hört. Und Evita, also das war ja schon ein relativ breites Spektrum, also auch ein Musical. Ja. Und ist es nicht schwierig, so gerade solche Raritäten dem Publikum näher zu bringen? Weil das ist ja auch immer eine Frage der Spielplangestaltung. Ja. Wie bringt man so Unbekanntes an den Mann? Gut, das Unbekannteste davon dürfte sein Il Campanello von Donizetti, ja. Genau. Ja. Ich verwechsel, es lief kombiniert mit diesem L'Inganno Felice. Das war tatsächlich eine Produktion, die lief zwar ganz erfolgreich, aber nicht so, weil die Titel kennt kein Mensch. Viva la Mama ist ein Titel, der sagt, so denkt man so, ach ja, habe ich schon mal gehört, könnte sein. Das ist eine wirklich komische Oper mit einer, wie sagt man, Rockrolle, also ein Bassbariton in einer Frauenrolle. Sehr komisch, und wir hatten eine super Besetzung und eine tolle Regie, und das war eine ausgebrochene Erfolgsproduktion. Zum Beispiel Evita ist sowieso, also da muss man nicht viel tun, da werben, kommt die, da kommt das Publikum sowieso. Ja. Und natürlich ist es eine Herausforderung, mit diesen verschiedenen Stilen umzugehen, und auch, ich habe in meiner Jugend überhaupt keine Popmusik oder dergleichen gehört, wirklich ausschließlich klassische Musik, und da war das für mich schon wirklich Neuland, Evita. Also damit bin ich nicht aufgewachsen. Es hat mich nicht interessiert vorher. Hatte dann aber wirklich großen Spaß daran, muss ich sagen. Ja. Jetzt haben wir schon gehört, also Ihr Talent wurde schon erkannt, aber trotzdem ist es ja mal schwierig, am ersten Haus hochzukommen. Sie haben dann gewechselt nach Saarbrücken, das war 2002. Und waren dort zunächst zweiter Kapellmeister. Aber war natürlich klar, der Weg wird weitergehen. Sie wurden dann erster Kapellmeister und später dann sogar kommissarischer GMD, also Generalmusikdirektor. Mhm. Und da haben Sie dann das breite Repertoire dirigieren können. Und da waren schon ein paar richtig anspruchsvolle Sachen dabei. Der Fliegende Holländer von Wagner, dann Richard Strauss, Arabella von Verdi, der Troubadour und Don Carlos, glaube ich. Nee, Maskenball war es. Ja, genau. Ja. Und ich meine, da wird man ja dann schon richtig gefordert, oder? Ja, so ist es. Aber das ist auch das, worauf man brennt, wenn man diesen Berufsweg einschlägt. Also ich konnte es nicht abwarten, mal meinen ersten Wagner zu dirigieren. Das war schon sehr besonders. Aber auch mein erster Verdi natürlich. Das sind Erlebnisse, wo man zurückschaut und denkt, ja Mensch, wo man davor noch, wie soll ich sagen, man hat natürlich sein Handwerk, aber man bewegt sich noch ein bisschen unsicherer, als das natürlich nach so und so vielen Jahren Berufserfahrung ist. Und da ist dann auch jeder Abend ein Highlight, sage ich mal, für einen selbst. Und man versteht es gar nicht, wieso das für die anderen nicht unbedingt so ist. Vielleicht für den Orchestermusiker, der nachmittags Ärger mit kranken Kindern zu Hause hatte oder die Kinder vom Sport abgeholt haben und müde in die Vorstellung kommt. Solche Dinge, über die macht man sich früher, also zu diesem Zeitpunkt habe ich mir keine Gedanken gemacht. Für mich, ich hatte nur die Kunst, die Musik Partitur im Kopf. Ja, und das, ja. Und möglichst 150% geben, und das muss eine tolle Aufführung werden. Und dann war entsprechend auch die Fallhöhe groß, wenn die Aufführung mal vielleicht nicht so gut gelungen war. Zum Glück, der weitaus größte Teil der Vorstellung war so, dass ich sagte, okay, das war eine gute Vorstellung, damit bin ich zufrieden, jedenfalls mit mir. Natürlich kann immer was passieren in der Oper, aber das gehört dazu, das lernt man auch, ein bisschen großzügiger mit anderen oder auch mit sich selbst zu sein und ein bisschen sich zu verzeihen, wenn man mal einen Fehler macht. Das war am Anfang ein absoluter Horror, was mir zwei Tage lang noch nachging, wo ich mal in einer Ballettaufführung, das war kein klassisches Ballett, also kein Titel wie Schwanensee oder Nussknacker oder sowas, sondern das war ein Titel über ein Ballettabend über Carmen mit verschiedenen Musikstilen, zum Teil von Bizet, also original aus der Oper Carmen, zum Teil bearbeitet von einem russischen Komponisten für Schlaginstrument, also Schlagzeug und Streicher, und aber auch elektronische Zuspielungen. Also vom Band, zu der live musiziert wurde. Also es ist relativ kompliziert von den Übergängen. Ich glaube, es waren so um die 25 Einzelnummern. Und ich bin einmal in die falsche Schiene und dachte, ach ja, jetzt kommt hier die und die Nummer, die beginnt kräftig und laut. Gebe einen Auftakt und kriege einen Riesenschreck, als die
ganz zart und vorsichtig einsetzen. Ich merkte, ups, das war wohl, hätte ich wohl noch mal in die Noten schauen sollen. Jetzt kommt ja erst dieser Abschnitt. Also solche Dinge passieren. Das verzeiht man sich natürlich schwer, ne? Naja, was heißt natürlich? Es gibt Menschen, die haben damit weniger Probleme als ich. Ich bin froh, dass ich inzwischen, wie gesagt, etwas großzügiger sein kann mit mir auch. Aber so eine gewisse perfektionistische Ader, die habe ich schon. Und die, damit steht man sich aber auch leicht im Weg. Ja, ja. Es hat Vor- und Nachteile wie fast alles im Leben. Aber es war ja nicht nur so, dass Sie überwiegend mit Ihrer Leistung zufrieden waren, sondern es, was man ja, also wenn ich so, als ich Ihre Biografie gelesen habe, Kritiken, alles, was man so über Sie finden konnte, da ist mir aufgefallen, dass eigentlich von Anfang an auch die Kritiken ganz auf Ihrer Seite waren. Also Sie haben Hymnen von Kritiken bekommen von Anfang an, das auch bei den ersten Konzerten, die Sie ja dann gemacht haben, das war Mendelssohns zweite Sinfonie, der Lobgesang. Und auch eine interessante Sache, Schumanns Szenen aus Goethes Faust, das war dann 2004. Und erstaunlich, dass also gerade beim Jungmusiker dann schon so tolle Kritiken da waren. Ja, da kann man sagen Glück oder kann man dankbar sein. Ich erinnere mich, dass ich nicht immer glücklich war über die Kritiken. Sagen wir so, zu einer Opernaufführung gibt es verschiedene Medien, die berichten, Rundfunk, verschiedene Zeitungen. Da gibt es auch manchmal sehr unterschiedliche Meinungen und so, aber das letztlich, man freut sich, man ärgert sich, aber letztlich so ganz wichtig ist es letztendlich nicht. Aber es ist schön zu merken, das Wichtigste ist, dass das Publikum Freude hat oder dass das Publikum sich wiederfindet in dem, was man macht. Und dann, das ist dann, sagen wir mal, der Erfolg, von dem man sich auch nähert, oder dass die Musiker gesagt haben, ach, das war ein toller Abend heute oder tolles Konzert oder ein tolles Stück. Ich meine, Schumann, diese Faustszenen, ist ja ein sehr unbekanntes Stück und auch etwas sperrig. Den gleichen Ausdruck wollte ich auch gerade verwenden. Es ist also auch fürs Publikum nicht so ganz leicht zugänglich. Ich liebe es über alles, wie ich Schumann überhaupt wahnsinnig liebe. Also es ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten tatsächlich. Und wenn man da dann mit Ernsthaftigkeit, teilweise vielleicht mit einer gewissen Besessenheit rangeht, dann schwappt es auch irgendwann über auf die anderen Beteiligten. Ich habe es jetzt gerade erwähnt, also Sie haben eben da auch schon angefangen, Konzerte zu dirigieren. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Jetzt für einen Außenstehenden, der fragt sich vielleicht, ist das jetzt ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine Oper dirigiere oder ein Konzert? Ist es für Sie so, dass Sie sich leichter tun, wenn Sie ein Konzert dirigieren, weil Sie sich voll aufs Orchester konzentrieren können und nicht noch auf Sänger, Tänzer und was alles in einer Oper noch dazukommen kann? Wobei gerade diese beiden Werke sind ja mit Chorbeteiligung. Also da gibt es noch schlechte Beispiele. Das Wort und den gesanglichen Anteil, wobei Mendelssohn die ersten drei Sätze sind rein instrumental, also rein orchestral, und dann kommt der Chor dazu. Nee, das stimmt gar nicht, ich sage was völlig. Doch, die ersten drei Sätze, und dann gibt es mehrere Sätze mit Solisten und Chor. Aber grundsätzlich gibt es schon einen Unterschied. Es ist erstmal so, die Oper oder das Musiktheater, dazu zählt ja Musical genauso wie Operette oder auch Ballett, gibt es wahnsinnig viele Faktoren. Da gibt es natürlich das Orchester, da gibt es die Sänger, da gibt es die Regie. Die Sänger müssen Aktionen ausführen, die können sich nicht nur auf die gesungenen Noten und den Text konzentrieren. Die müssen dabei vielleicht gerade eine Rolle rückwärts machen oder Klimmzüge, ich weiß nicht, alles schon mal vorgekommen. Oder sich ausziehen etc. Dann gibt es natürlich den Chor, der manchmal hinter der Bühne singt, also oder Bühnenmusik, die muss koordiniert werden, das ist meistens zu spät. Dann muss man. Es gibt unglaublich viele Faktoren, die als Fehlerquellen sozusagen bestehen. Oder dann fällt mal das Licht aus im Orchestergraben oder sonst was. Das sind alles Dinge, die passieren. Das heißt, von vornherein in der Oper muss man eine gewisse Toleranz haben. Es geht jeden Abend, irgendwas geht immer schief. Das ist absolut sicher. Da kann man davon ausgehen. Gott sei Dank merkt das Publikum das nicht immer. Nicht immer, ne? Ja, nicht immer. Genau, nur in den gravierendsten Fällen, wenn mal einer seinen Auftritt verpasst und peinliche Stille eintritt im Dialog zum Beispiel und es geht nicht weiter. Ja, was machen wir denn jetzt? Und dann wird improvisiert. Sie haben ja auch Ballettaufführungen gemacht. Ja. Das haben wir jetzt schon kurz erwähnt. Das ist ja auch ein bisschen was anderes, weil man da ja auch auf die Bewegung, den Rhythmus der Tänzer eingehen muss. Ja, das ist wahnsinnig schwer. Ich sage auch ein bisschen undankbar deswegen, weil man eigentlich nie das richtige Tempo erwischt.
Wenn man die Sänger fragt, wie war das? Heute vielleicht ein bisschen langsam. Und dabei ist man sich selbst zum Beispiel sicher, ich war heute vielleicht sogar schneller. Es ist so, jeder hat natürlich nicht nur die Dirigenz, sondern auch die Tänzer haben andere, eine Tagesform und ein anderes Tempogefühl. Und es ist wahnsinnig schwierig, ein guter Ballettdirigent zu sein. Und ich denke, es gibt Leute, Dirigenten, die sich darauf spezialisiert haben, zu Recht, weil es wirklich eine sehr, sehr anspruchsvolle Disziplin ist. Und man braucht gewisse Qualitäten. Man muss auch sehen. So wie man mit den Sängern atmen sollte, muss man halt mit den Tänzern quasi mitgehen oder sehen, wo der Zeit braucht. Ich muss sagen, ich habe das nicht zur Perfektion gebracht. Es hat aber auch damit zu tun, es war nie klassisches Ballett, was ich dirigiert habe, zu meinem Bedauern, weil das natürlich auch tolle Musik ist, sondern es war modernes Tanztheater mit klassischer Musik natürlich schon, aber da war das nicht ganz so, sagen wir mal, da war ich nicht so darauf angewiesen, die Grundschritte oder Bewegungen wirklich zu beherrschen, um zu wissen, aha, wenn jetzt der rechte Fuß in der Luft ist, dann muss ich auf der 3 in diesem Takt sein oder sowas. Nee, so schlimm war es nicht. Aber es ist klar, man müht sich redlich und ist froh, wenn die Sänger, die Tänzer alles ausführen konnten, was sie tun müssen. Genau, sie haben relativ früh auch schon Kinderkonzerte, Kinder- und Jugendkonzerte gemacht, die auch moderiert. Wie bringt man denn gerade junges Publikum an klassische Musik? Ja, da gibt es dann zum Glück Theaterpädagogen, die heute eigentlich in fast jedem Theater vorhanden sind, die Konzepte auch entwickeln und auch, wie soll ich sagen, einen gewissen Draht haben. Also ich habe nicht so viel moderiert, ich habe ein paar Programme moderiert, das ist richtig, aber nicht alles. Und die ersten Programme erstmal nicht, nur dirigiert und gesehen, aha, wie funktioniert das, okay. Und habe dann aber auch den Ehrgeiz gehabt, so, jetzt machen wir von Britain Young Person's Guide to the Orchestra, also Orchesterführer für junge Leute, wo die Instrumente also in unglaublich gekonnter Weise vorgestellt werden. Und da habe ich einen eigenen Text quasi oder ein eigenes Konzept dazu entwickelt und dachte, Mensch, das mache ich jetzt mal selber. Ich will das so wie, da hat man dann Leonard Bernstein vor Augen, der diese unglaublich großartigen Konzerte für junge Leute, wie es hieß, in New York gemacht hat. Gibt es auch Videoaufzeichnungen, also sehr zu empfehlen, sich das mal anzuschauen. Macht es nicht auch besonders Spaß so mit Kindern, weil die ja doch sehr spontan reagieren, ne? Oder? Absolut, absolut. Wir haben auch sogenannte Abstecher gemacht. Wir sind in die umliegenden Schulen gefahren, dann teilweise in Turnhallen gespielt und so. Nicht ideale akustische Bedingungen, aber man war dicht dran an den Kindern und es war einfach toll, auch so unmittelbar die Reaktionen dann mitzukriegen. Sie haben dann auch noch ein Werk gemacht, das also wirklich zu den schwierigsten überhaupt gehört. Das war von Luigi Nono, Intoleranza 1960. Das ist ja wirklich ein gigantisches Werk mit Doppelchor, mit Riesenorchester, mit Tonbandzuspielungen. Ja. Das, denke ich mal, war ja doch eine besonders große Herausforderung so in jungen Jahren, oder? Absolut. Das war, als der GMD, der damalige, mich zu einem Gespräch bat und sagte, wir wollen über die nächste Spielzeit sprechen. Wir fangen mit was ganz Einfachem an, Intoleranza. Da dachte ich, der macht einen Witz, dass ich das dirigieren soll, als zweiter Kapellmeister wohlgemerkt. Ein Stück, was eigentlich Chefsache ist. Es hat auch bestimmte terminliche Gründe, dass er das nicht machen konnte. Und ich dachte dann, hoppla, toll. Dachte, mein Gott, die Partitur ist, wie nennt man dieses Format? Es ist nicht A4, nicht A3, sondern A2. Also es ist etwa so groß und so breit. Dafür musste ein eigenes Pult sogar gebaut werden. und ja, wahnsinnig schwere Solistenpartien. Der Chorpart ist wahnsinnig schwer. Unser Chor in Saarbrücken hat das also wirklich mustergültig einstudiert und gesungen. Ich glaube, es waren 18 Schlagzeuger, ich weiß nicht mehr wie viele jedenfalls, so viele, dass sie nicht in den Orchestergraben passen. Enorm viel auf jeden Fall, Und die Schlagzeuger spielten am Abend, bis auf die zwei Paukenspieler, spielten die übrigen Schlagzeuger im Orchestersaal. Da war ein gigantischer Apparat aufgebaut, ich weiß nicht wie viele Instrumente, also 100 bestimmt. Der Chor war, glaube ich, auch noch verteilt. Der Chor war auf Tribünen rechts und links oberhalb des Orchestergrams und nur teilweise Teil des szenischen Geschehens. Das war für mich schon nochmal was Neues in dem Moment. Ich hatte das Stück vorher nie gehört. Es gab eine Aufnahme, aber aus Stuttgart eine sehr gute Aufnahme, aber man ist dann doch
geht da erstmal ran, ja, wie gehe ich denn da jetzt vor? Und also das heißt, da haben Sie sich dann schon mit der CD beschäftigt, zu sagen, okay, um überhaupt mal so... Ja, die CD hat mir in dem Fall nicht viel geholfen, muss ich wirklich sagen, weil es ist rhythmisch so komplex, dieses Stück, dass, und vor allem, es gibt über, also sage ich mal, 80-90% des Stückes gibt es keinen spürbaren Puls. Das heißt, es gibt nicht ein spürbares Metrum, bam, 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 auf dem dann diese komplizierten Rhythmen ablaufen, sondern alles ist so in der Schwebe. Das heißt, und auf der Aufnahme wusste man nicht, ja, wo ist denn jetzt die Eins? Hups, der ist ja schon im nächsten Takt. Also das hat nicht viel geholfen, in dem Fall die CD. Man ist wirklich mit Klavierauszug, auch, ich habe auch Soloproben mit Sängern immer noch selbst gemacht teilweise, um wirklich möglichst die Nähe da herzustellen und Verlässlichkeit auch und zu wissen, so mache ich das und Sängern eine Richtung zu geben von vornherein, so wird das gemacht. Einfach, man muss gewisse Entscheidungen treffen. 5/8-Takt, schlage ich das in 2+3, also jam, bam, 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 oder 3+2, ram, bam, 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 wo der lange Schlag zuerst ist oder kommt der kurze Schlag zuerst. Und das sind solche Sachen, wenn man die nicht frühzeitig festlegt, dann wird es nachher nur ein Riesendurcheinander und so. Aber das lief unglaublich gut, hat auch Riesenspaß gemacht, gab. Und war auch ein großer Erfolg, also auch tolle Publikum Kritiken und Presse. Und, das hat Ihnen sicherlich auch, es war so ein Meilenstein für die Karriere. Ja. Sie haben dann quasi quer durchs Repertoire fast alles dirigieren können, von Carmen über Troubadour, über Cavalleria Rusticana, I Pagliacci. Salome. Nee, das war erst später. Elektra, glaube ich, war es, oder? Ja, Elektra, richtig. Und dann Lohengrin war auch schon dabei, Zauberflöte, La Traviata, also so Sachen des Standardrepertoires, die man eigentlich als Operndirigent überall braucht. Und Sie haben dann, was mir, nachdem die Zeit schon etwas fortschreitet, was ich gerne noch erwähnen würde, Sie haben dann auch eine europäische Erstaufführung von einem Werk gemacht, einem zeitgenössischen. Das war Der letzte Kaiser. Der erste Kaiser. Im Gegensatz zu dem Film, The First Emperor. Ja. The First Emperor, da geht es um diesen Kaiser Qin Shi Huang, der also die chinesische Mauer auch gebaut hat. Mhm. Und da war vorher die Uraufführung in New York mit Plácido Domingo, der da den ersten Kaiser gesungen hat. Und Sie haben das quasi hier für Europa erstmals aufgeführt. Mhm. Das war ja bestimmt, war da der Komponist dann auch da? Oder der Komponist kam zu einer Aufführung, war bei den Proben nicht dabei, aber ein musikalischer Assistent, der mit Tan Dun, der das Stück selbst uraufgeführt hat in New York, also selbst am Dirigentenpult, sein Assistent kam zu uns, um so ein paar Fragen zu klären, Instrumentarium, exotisches Instrumentarium und so. Und das war natürlich eine tolle Sache. Man ist ein chinesischer Komponist, aber die Musik hat viele chinesische Elemente, klingt aber teilweise auch recht amerikanisch, ist so ein bisschen dazwischen. Also europäische und also klassische Musik. Überwiegend europäisches Instrumentarium auch. Ja. Und sehr gut hörbar, also sehr gut verständlich. Ja. Und tolles Stück, also wirklich tolle Musik und war auch ein schöner Erfolg, ja. Sie waren dann Generalmusikdirektor in Darmstadt von 2009 bis 2012. Und da gab es zum einen ein Highlight, Karl Orff. Das war also auch ein Frühwerk, Gizeh. Ja, das war sogar die Uraufführung, man glaubt es nicht. Ja, es war nie gespielt worden. Das verschwand in der Schublade bei Orff und wurde dann also posthum, wann war das, 2010 uraufgeführt. Ja. Und davon gibt es auch eine DVD. Das wurde dann zusammen mit De Tempore Finem Commedia aufgeführt, aber es gibt eben nur das auf DVD, das erste, das also diese Gizeh, das Opfer. Ja. Aber das ist ja schön, dass man auf die Art und Weise zumindest mal eine Möglichkeit hat, an das Werk ranzukommen, sich das anzuhören. Und dann glaube ich, das Größte für Sie dann in der Zeit war dann der erste Ring des Nibelungen von Richard Wagner, oder? Ja, absolut. Ich meine, als Wagner-Enthusiast, als den ich mich bezeichnen möchte, seit ich wirklich 11 Jahre alt bin, hat mich Wagner wahnsinnig fasziniert. Und dann kam plötzlich der Ring in sehr kurzer Zeit, also in wenigen Monaten, in 3 Monaten oder in 2 Monaten, alle 4 Premieren. Rheingold hatte ich vorher schon gemacht in Saarbrücken. Aber in den Rest, 2 Monaten alle 4 Premieren? Das war etwas größenwahnsinnig, ging aber gut. Wahnsinn, ja. also wir hatten im Juni Rheingold und Walküre und im
Oktober waren dann Siegfried und Götterdämmerung. Also es waren, da war zumindest die Sommerpause da waren die dazwischen. Ja. Dazwischen. Ja. Ja, ein bisschen Erholung. So, und das ist natürlich eine gigantische Aufgabe, wenn man das Stück noch nicht dirigiert hat. Und die Sänger, ich glaube, fast alle waren Rollendebütanten, ja, auch, haben die Partien noch nie gesungen. Das Orchester hatte den Ring nie gespielt, überhaupt noch nie. Also die Musiker, die in dieser Zeit eben zum Darmstädter Orchester gehörten. Und das ist natürlich ein Traum, gleichzeitig auch eine unglaubliche Arbeitsbelastung. Aber wie ich schon sagte, wenn man die Arbeit gerne macht, das geht. Und Konstantin eben. Trinks hat auch diese Aufgabe gemeistert. Ja. Und dann haben Sie unter anderem auch ein Konzert mit einem Orchester aus Seoul gemacht, also aus Vietnam. Und 2008... Aus Korea, ne? Südkorea. Korea. Und dann 2008 ihr Japan-Debüt, das ist ja auch was Besonderes. Das war also in Tokio. Zunächst Don Giovanni, dann später Mahlers 5. Sinfonie, La Bohème 2012 und dann der Tannhäuser 2013. Ist das japanische Publikum wirklich so enthusiastisch, so begeisterungsfähig, wie man es immer sagt? Also besonders bei Mahler fiel mir das auf, ja. Das waren wirklich lautstarke Ovationen. Aber ich meine, wir können uns in Deutschland nicht über unser Publikum beklagen. Die sind also genauso begeisterungsfähig. Man kann nicht sagen, die sind da vielleicht mehr oder weniger. Es ist wichtig, dass sie wirklich Anteil nehmen und ob die nun hinterher Bravo schreien. Manchmal ist es Bravo nach dem pianissimo verklingenden Akkord, Schlussakkord von Tristan, ist das Bravo ja sogar tödlich für die Atmosphäre. Ja, ja. Aber natürlich nachher, wenn die Solovorhänge kommen, freut man sich dann natürlich doch. Aber Japan ist auch eine Arbeitsstätte, zu der ich immer wieder gerne zurückkehre. Es ist ein wahnsinnig tolles Arbeiten dort. Sehr, wie man weiß, immer perfekt organisiert, perfekt vorbereitet und unglaublich diszipliniert. Und das macht es einem schon sehr leicht als Dirigent. Sie haben mal gesagt, Wagner ist der Grund dafür, dass ich Dirigent wurde. Ja. Können Sie in zwei Sätzen erklären, was macht das Besondere oder diese Sogwirkung von Wagner aus? Ja, Sie haben schon gesagt, die Sogwirkung. Also diese Musik hat was einen in Bann zieht, woran man sich auch berauschen kann, woran man sich hingeben kann und sich verlieren kann und vielleicht auch die Pubertätssorgen vergessen, wenn man unglücklich verliebt war oder sowas. Man hört Wagner oder Mahler, aber ich meine, Wagner war der Erste, wo das wirklich so, der diese... Ja, diese fast rauschhafte auch, ne? Ja, der das entwickelt hat oder diese Palette zur Verfügung hatte und auf diesem emotionalen Klavier da gespielt hat. Und das ist einfach wahnsinnig bereichernd. Man erlebt Höhen und Tiefen emotional. Man braucht sich nicht zu besaufen oder Drogen zu nehmen. Man kann Wagner hören, ist viel gesünder das übrigens. Ist dann das musikalische Opium quasi. Mancher wird mich vielleicht widersprechen, ob das wirklich gesünder ist, aber ich denke schon. Und also Sie sind einfach ein leidenschaftlicher Verfechter von Wagner und der Sogwirkung seiner Musik. Ja. Ich wollte aber noch eine Sache sagen, und zwar viele Leute, die mit Wagner nicht so viel anfangen können oder die so eine gewisse Berührungsangst haben und sagen, ach, das ist mir, es dauert so lange, es dauert so lange. Was raten Sie denn? Na, ich weiß nicht, ob manchmal hilft, bringt es auch nichts da. Ich bin nicht kein Missionar. Ja. Ich hab das irgendwann aufgegeben, zu sagen, wenn der nicht will, dann muss er nicht. Ist gut, es gibt auch kurze Stücke. Intoleranza ist sehr kurz, zum Beispiel 65 Minuten. Ja. Auch nicht leichte Kost. Egal, der muss ja da nicht hingehen. Aber es ist doch so, dass wir das Zeit ja ganz relativ empfunden wird. Das wissen wir nicht erst seit Einstein. Also 5 Minuten können langsam vergehen oder eine Stunde kann sehr schnell vergehen. Und so ist es zum Beispiel, wenn man meditiert oder sowas, man verliert das Zeitgefühl. Und sowas geschieht ja natürlich auch im Konzert. Nicht nur als Musiker, sondern plötzlich sind die 5 Stunden Meistersinger rum und man weiß gar nicht, wie man es geschafft hat. Aber auch, es sind 5 Stunden, ne? Man schon mal durchstehen. Ja, man spürt es in den Knochen am nächsten Tag. Aber, aber auch im Publikum, das ist ja auch was Besonderes von Wagners dramaturgischer Konzeption, sag ich mal. Man sitzt im 3. Akt Meistersinger oder man dirigiert den 3. Akt Meistersinger, hat schon 3 Stunden hinter sich, kommen noch 2 Stunden ohne Pause.
zwei Stunden, der dritte Akt allein. Man fängt da an und ist schon körperlich, hat so eine gewisse Erschöpfung, ist aber auch mental in so einem Zustand, wo es einfach fließt. Und das ist einfach toll. Und man kann nicht sagen, es ist lang. Es wird natürlich quälend lang, wenn es künstlerisch nicht befriedigend ist. Ich muss jetzt drängen, weil leider läuft uns die Zeit davon. Mensch. Ich wollte ganz kurz erwähnen, Liebesverbot. Das ist ja eine frühe Oper von Wagner. Die haben Sie in Bayreuth dirigiert. Allerdings nicht im Festspielhaus, weil das wäre ein Fauxpas, weil... Ja, das Liebesverbot ist natürlich, hat Wagner selbst so etwas kokett als seine Jugendsünde bezeichnet. Ist ein Werk, was er nicht zu seinem Festspielkanon dazugerechnet hat. Liebesverbot, Die Feen, Rienzi. Diese ersten drei Opern gehören nicht ins Festspielhaus. Es ist aber nicht nur eine ideologische Frage, sondern vielmehr eine künstlerische, weil das Liebesverbot in diesem speziellen Orchestergraben, in dieser Akustik mit dem abgedeckten Orchester, was den Orchesterklang so abdunkelt und indirekt macht, es würde dort einfach auch nicht klingen, weil das Liebesverbot ist eine eigentlich italienische Oper vom Stil her. Sie haben jetzt sich konzentriert im Moment auf vier Opernhäuser, seit Sie jetzt als freischaffender Musiker arbeiten. Das sind Dresden, München, Wien und Zürich. Und in Dresden haben Sie ja unter anderem Rosenkavalier gemacht, auch Wagner, aber auch eine, die Ausgrabung einer wirklich einer Rarität von Jaromir Weinberger. Das ist, ich zeige es jetzt gerade mal in die Kamera, das ist der Schwander der Dudelsackpfeifer. Mhm. Was hat Sie da jetzt besonders gereizt? Ganz kurz. Das ist ein unglaubliches Werk, wahnsinnig einfallsreich, hat Charme, hat Witz, ist eingängig, dabei hochkomplex, kontrapunktisch. Es ist unglaublich vielgestaltig und dabei eine richtige Volksoper fürs Publikum. Ein tolles Stück, märchenhafter Stoff, geniale Musik. Es ist fantastisch und kein Mensch kennt es. Es ist tragisch, weil der arme Mensch eben Jude war und den Zweiten Weltkrieg nicht, also künstlerisch nicht überlebt hat sozusagen. Kurze Frage. Es wurde in Tschechisch aufgeführt. Mhm. Sind Sie ein Verfechter der Originalsprache? In den meisten Fällen ist es besser, meiner Meinung nach. Aber Schwander funktioniert zum Beispiel auch gut in Deutsch. Bei Janacek würde ich sagen, Tschechisch ist viel besser, weil die Sprachmelodie. Bei den italienischen Opern inzwischen mit den Übertiteln, man kommt ja als Publikum inzwischen gut zurecht, man versteht trotzdem, was passiert. Es klingt meistens schöner. Ja. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Also ich kann jetzt nur noch erwähnen, Sie haben auch in München schon öfter dirigiert. Mhm. Eines der Highlights sicherlich der Rosenkavalier, eine Uraltinszenierung, die schon fast 40 Jahre im Repertoire ist. Und die machen Sie jetzt auch zu den Münchner Festspielen. Ja. Sie haben dann, machen dann auch in Zürich zum Beispiel The Turn of the Screw, auch eine zeitgenössische Oper des 20. Jahrhunderts von Benjamin Britten. Mhm. Und in Wien Zauberflöte, glaube ich, an der Staatsoper. Ja. Ja. Also da kommt schon einiges auf Sie zu. Der Mann ist unglaublich erfolgreich. Er wird ein Silvesterkonzert im Theater an der Wien dirigieren. Mhm. Und da ist ja der Musikvereinssaal gleich daneben. Und irgendwann werden Sie sicher das Neujahrskonzert in Wien dirigieren, das ja in alle Welt übertragen wird. Das heißt, wir werden noch viel von Ihnen hören. Und jetzt sage ich zum Publikum, merken Sie sich die Namen Konstantin Trinks gut. Und damit ganz herzlichen Dank, Konstantin Trinks, dass Sie unser Studiogast waren. Alles Gute für die Zukunft und schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, Herr Neumann. Vielen Dank.